und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit zu einer neuen Rezension. Ja, ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind so einigermaßen akzeptabel. Das Licht wandelt und die Sonne blendet und dann wird es mal wieder dunkel und schneit oder regnet oder wie auch immer. Es ist heute irgendwie katastrophal, aber ich hoffe, ihr seht es mir ein bisschen nach. Ich habe mir ein Buch rausgesucht und zwar ist das von Dave Eggers, Der Zirkel, erschienen im Kiwi Verlag, kostet im Taschenbuchformat 10,99 € und hat 558 Seiten. Ich muss mal mit dem Cover anfangen, denn ich war in der Buchhandlung und habe mir aufgrund des Covers, ich habe vorher noch nie von dem Buch gehört, dieses Buch dann aber in der Hand gehabt und dachte, wow, es ist super schön, es ist auch vom Stoff, vom Material her einfach was ganz Besonderes, es fühlt sich sehr hochwertig an. Und natürlich auch hier diese schöne Farbkombi von Silber, Schwarz und Orange ist irgendwie sehr, sehr treffend gewesen, so dass es mich definitiv auch angesprochen hat. Und wenn dann auch dieses Cover im Buch wieder mit gewissen Farb, ja, wie soll ich denn das sagen? Also die Farbe kommt drin vor, also Orange hat für den Zirkel eine bestimmte Bedeutung für das Buch, für den Konzern, um den es geht. Da sage ich gleich noch mehr dazu. Und auch diese Symbolik mit diesem kleinen C hier drin, das taucht in dem Buch wieder auf und das hat mir auch besonders gut gefallen. Ja, ich sage ganz kurz was zum Inhalt. Hier geht es um May Holland. Sie ist 24 Jahre alt und bekommt ein Jobangebot beim Zirkel, eines der begehrtesten Unternehmen und Weltkonzerne, da eine Freundin, mit der sie das Studium bestritten hat, schon dort arbeitet. Und zwar seit vielen Jahren. Sie hat da schon eine höhere Rangposition und deswegen bekommt May den Job. Und sie beginnt erstmal, ja, ich sag mal, in der unteren Kategorie, wo erstmal alle Neuen anfangen, sitzt am Computer, hat einen Computerjob, wird super ausgestattet in ihrem Büro mit sämtlichem technischen Schnickschnack, wo man sich wirklich denkt, naja, braucht man das vielleicht gleich zu Beginn eines neuen Jobs? Aber okay, May war erstaunt, hat sich super gefreut. Und dieser Konzern, in dem sie arbeitet, ist wirklich sehr transparent. Also man hat einen, ja, Café, Bistro und alles mit gläsernen Wänden, gläserne Böden, sodass man jederzeit alle Kollegen auch beim Essen beobachten kann. Der Konzern legt ebenfalls Wert auf Kommunikation und somit bekommt jeder Mitarbeiter eine Social-Media-Seite. Privat als auch beruflich ist es sehr erwünscht, dort viel zu liken, zu posten, zu kommentieren. Und es wird viel in Zahlen dann dargestellt. Irgendwelche Rankings, wer sich viel beteiligt, wer sich wenig beteiligt. Und ja, die drei sogenannten Weisen, das sind also die Oberhäupter dieses Konzerns, haben es ebenfalls für gut befunden, ja, so nach Feierabend kleine Events zu veranstalten. Sprich Zirkusauftritte, Künstler, Gitarristen, Show-Cooking in diesen Bistros, wo die Mitarbeiter essen. Also sie legen wirklich Wert auf das Wohlfühlen dieser Angestellten und Mitarbeiter. Ja, allzu viel will ich dann natürlich von der Geschichte nicht erzählen. Es wird auf jeden Fall spannend, denn May Holland trifft dann abends auf einem dieser Events einen sehr mysteriösen, angeblichen Kollegen, der ebenfalls in dem Konzern arbeitet, auf dem sogenannten Campus. Das Campus-Kalender umfasst wirklich sehr viele Plätze, wo sich die Mitarbeiter eben aufhalten können. Und so nimmt die Geschichte dann ihren unaufhaltsamen Lauf. Der Sprachstil in diesem Buch ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr intelligent miteinander verknüpft. Die Wortgewandtheit des Autors haben mich wirklich sehr stark beeindruckt. Und wie die ganze Geschichte aufgebaut ist, wie der Verlauf ja dann gestaltet ist, es ist wirklich sehr interessant, denn es geht wirklich mit einem guten Anfang los. Es hat seinen Höhepunkt in der Mitte und auch der Schluss, die Wendung ist wirklich nochmal, ja, unerwartet. Also ich habe damit nicht wirklich gerechnet, wobei man schon, naja, zum Schluss so eine klar gewisse Ahnung hat man immer, aber ob sich die dann auch bestätigt, erfährt man ja wirklich meistens auch erst auf den letzten Seiten eines solchen Buches. Ja, ansonsten hat der Autor auch sehr bildlich gesprochen. Ich konnte mir wahnsinnig gut vorstellen, wie das Ganze aufgebaut ist, dieser Konzern, dieses Campusgelände, von allen Orten, von denen gesprochen wird. Ich konnte es mir einfach unglaublich gut vorstellen. Und das ist nicht eins meiner allergrößten Stärken, die ich, glaube ich, besitze. Und von daher fand ich es wirklich sehr, sehr gut, dass dem Autor das so schön gelungen ist, dass er alles wirklich mit seiner Wortgewandtheit so unglaublich gut beschreiben konnte, aber auch nicht zu viel, sodass man sich langweilt und denkt, ja, nun ist gut, hör mal wieder auf und beschreibt nicht alles bis ins kleinste Detail tot. Das hat er nicht gemacht. Es ist ihm wirklich gut gelungen. Er hat es ja auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Also es ist genau die richtige Mischung gewesen. Ja, kommen wir kurz zu diesen Charakteren hier in dem Buch. Also
May Holland, Madeline oder nee, Maybelline heißt sie mit vollständigem Namen, war mir von Anfang an eigentlich sehr sympathisch, aber von den ersten 50 Seiten ab habe ich nur gedacht, Mensch, was ist sie für ein naives, beeinflussbares, junges, unerfahrenes Mädchen? Und ich konnte keiner ihrer Handlungen, ihrer überhaupt Überzeugungen, ihrer Denkweisen nur im Entferntesten nachvollziehen. Mir kam diese ganze Handlung auch am Anfang ja sehr, ich weiß nicht, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Ich habe mich versucht, in ihre Lage reinzuversetzen, habe überlegt, wie wäre das, ne, wie würdest du dich fühlen, wie würdest du handeln, wie würdest du denken, wenn du jetzt an ihrer Stelle wärst. Und wirklich, es war wie schwarz-weiß, also komplett das Gegenteil. Ich konnte mich nicht wirklich mit ihr, also absolut nicht mit ihr identifizieren. Trotzdem war sie mir schon etwas sympathisch, aber eher so auf die Weise von, ich habe so ein bisschen Mitleid mit ihr. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Man ja, findet sie schon nett, aber eigentlich nur, weil man denkt, sie ist so unglaublich jung und naiv. Wobei, gut, mit 24, also ich bin nur 2 Jahre älter und naja, so unglaublich jung ist das ja auch nicht mehr. Jedenfalls, ich konnte ihr Handeln nicht nachvollziehen. Ich fand es dann wirklich echt nervig und ich wollte sie am liebsten nehmen, schütteln und sagen, komm zur Besinnung und hör auf deinen Freund. Denn ihr Ex-Freund, der wohnt im Dorf ihrer Eltern, wo sie auch herkommen. Die Eltern und der Ex-Freund versuchen sie auch so ein bisschen zur Besinnung und zur Vernunft zu rufen, als das Ganze so ein bisschen in die falsche Richtung zu laufen drohte und auch als es schon kurz vorm Eskalieren war. Und May hat sich aber absolut nicht beirren lassen. Sie war total festgefahren und da habe ich mir nur so gedacht, oh mein Gott, also noch blöder geht's gar nicht. Und ja, das fand ich so ein bisschen schade. Ansonsten fand ich die Charaktere unglaublich gut ausgearbeitet. Sie waren sehr sympathisch. Es hat mir wirklich gut gefallen und die Handlungsorte sind ja wirklich hauptsächlich auf diesem Campusgelände des Konzerns der Zirkel und ebenfalls dieses ja, Heimatdörfchen, wo sie herkommt, wo die Eltern und der Ex-Freund leben. Ja, die Stimmung, die das Buch so grundsätzlich bei mir hervorgerufen hat, war am Anfang eine wirklich sehr, sehr neugierige, spannende Stimmung. Zum, naja, Ende hingehend würde ich nicht sagen, eher schon ab Mitte, ist diese Spannung gestiegen, immer mehr gestiegen, aber mir kam auch so ein Unwohlsein auf, weil ich dann wirklich viel mir meine Gedanken während des Lesens gemacht habe. Es hat auch viele Gedankengänge in mir ausgelöst, das Buch zu lesen. Und dann kam mir schon ja so ein gewisses Grauen und Gruseln, wobei das Buch an sich nichts Gruseliges hat, aber wenn man sich das weiter also vorstellt und ja, in die Realität reinholt, dann ist das wirklich, wirklich sehr, sehr beängstigend. Und von daher waren die Stimmung mit gemischten Gefühlen während des Lesens so bestickt, was aber auch das Leseverhalten positiv ja gesteigert hat. Klar, also man hat einfach viele Emotionen, viele Gefühle wahrgenommen während des Lesens und das macht ja auch ein gutes Buch auch aus, finde ich. Ja, zum Schluss noch ein kleines Fazit, meine persönliche Meinung über das Buch. Es ist überhaupt mein erstes Buch über so eine Thematik, die ich gelesen habe. Von daher denke ich, hat das Buch hier einen entscheidenden Vorteil, was die Bewertung angeht. Es hat unglaublich meinen Nerv gekitzelt und ich glaube auch einfach den Nerv der Zeit getroffen. Wobei das Buch hätte vielleicht auch schon vor 5, 6, 7 Jahren den Nerv der Zeit getroffen. Ich habe es halt nur jetzt erst gelesen, aber so lange gibt es das ja auch noch nicht. Dennoch hat es mich sehr über mein eigenes Verhalten in, ja, was heißt der Öffentlichkeit, aber auf diesen Social-Media-Plattformen einfach irgendwie nochmal zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich einfach ja, nochmal viel mit dieser Thematik gedanklich auch auseinandergesetzt und es hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr gut ausgearbeitet. Es war intelligent miteinander verstrickt und es spiegelt doch auch tatsächlich einfach gerade die Realität wider. Natürlich sehr, sehr übertrieben und überspitzt dargestellt. Also man hofft wirklich nicht, dass sowas mal kommen sollte. Also von daher hoffe ich, dass es eine Utopie bleibt. Und ja, man fängt aber einfach an, über das eigene Handeln nachzudenken, weil wir oft nicht wissen, welche Tragweite und welche Konsequenzen einfach kleine Kommentare im Internet haben. Man sieht es schon auf unseren YouTube-Kanälen, man ist anonym. Dieser Daumen hoch, Daumen runter, ja, was löst es in einem aus? Und
Ich meine, das ist ja vielleicht bei anderen von euch auch der Fall, wenn man Videos hochlädt und man bekommt einfach ein negatives Kommentar oder so einen Daumen nach unten. Man macht sich natürlich nicht fertig, weil man weiß, man kann sicherlich auch konstruktive Kritik gut vertragen und damit umgehen, sonst sollte man sowas auch gar nicht erst anfangen und machen. Aber es löst was in einem aus. Es bewegt einen zum Nachdenken. Man fragt sich wirklich selber, was hast du falsch gemacht? Aber gerade durch diese Anonymität im Internet passiert es einfach sehr, sehr schnell, dass man Dinge tut und man weiß eigentlich nicht, wie weit, ja, hat das Tragweite auch für andere Menschen, was sind die Konsequenzen daraus? Also, ne, hört da vielleicht jemand auf mit seinem YouTube-Kanal, weil er nicht genügend Zuspruch bekommt, weil er vielleicht negative Kommentare bekommt, gerade fiese Hater-Kommentare kommen auch manchmal. Ich habe sowas zum Glück noch nicht erfahren. Ich durfte Gott sei Dank bislang immer nur konstruktive Kritik von euch erhalten und bekommen und das tut einem dann auch gut. Natürlich ist es nie schön, wenn einer irgendwas zu mäkeln hat, aber natürlich nobody's perfect und das geht auch gar nicht und ich bin auch nicht so professionell wie andere YouTuber. Von daher denke ich, ist konstruktive Kritik immer gewünscht, immer angebracht. Aber dieses sich ständige verbessern wollen. Ne? Also man muss aufpassen, dass man da die richtige Schiene findet und die richtige Schiene beibehält. Ich glaube, ansonsten fällt man da auch echt mal ganz schnell in ein tiefes Loch. Und somit habe ich, glaube ich, genug erzählt. Und dieses Buch, ja, aber damit sieht man, was das Buch in einem auslöst. Und ich glaube, viele von euch kennen das schon. Es entstand auch ein großer Hype, glaube ich, auch auf YouTube, als das Buch neu erschienen ist. Und von daher hat es absolute 5-Sterne-Bewertung von mir. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Buch empfunden und wie ihr es beim Lesen erlebt habt. Und dann würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.